Glückwunsch, Sie haben das Spiel in der Hauptrunde von Deinem Zwilling abgeschlossen. Sie können jetzt nach Villador zurückkehren und bisher nicht abgeschlossen. Okay, von nun an passt sich das Spiel. Von nun an passt sich das Spiel an Ihren Spielfortschritt an. Okay. Geld kann ich besorgen. Los jetzt. Such sie einfach. Vielleicht sind sie nicht die Mörder, für die du sie... Gibt's ein Problem? Ja. Aber ein zu gefährliches, um jemanden mit reinzuziehen. Nun spuck's schon aus. Okay, setz dich. Ich erzähl dir die ganze Geschichte. Okay, ich bin Paul. Hi. Ich führe ein verflucht gutes Plünderer-Team an. Ich und Daisy sind die Anführer. Ihr Sohn Fitz ist unser Vize. Vor kurzem haben sich ein paar Arschlöcher in unserem Gebiet breit gemacht und versuchen uns zu verdrängen. Avery und Francis. Von ihm gehört? Nein? Nun. Keine Ahnung. Nichts als Ärger. Daisy ging hin, um mit ihnen zu sprechen, als gute Nachbarin. Unsere Nachbarn haben sie geschlagen und ihr die Hand gebrochen. Hätte schlimmer kommen können. Sogar danach waren wir noch bereit zu reden. Wir sind ja keine Wilden. Fitz hat also gestern das Team zu einem weiteren Treffen mitgenommen. Und wieder sie auf die sind nicht zurückgekommen. Kriegt. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss sie finden. Ich muss wissen, was passiert ist. Verstehe. In Ordnung. Ich kann mir das mal ansehen. Wo fange ich an? Oh, dich schickt der Himmel. Das Team muss von unserem Sammelpunkt aufgebrochen sein. Früher hieß es Incubate-Gebäude in der Nähe der Goldstone-Loans. Die Schilder stehen noch. Du solltest es also einfach finden können. Schau dich einfach um. Yeah, es wird sich für dich lohnen. Versprochen. Ich schaue mich um und wir werden sehen. Wer, wenn nicht, Paul, immer. Töten oder nicht töten? Töten. Wenn du niemanden hast, auf den du dich verlassen kannst, dann bist du ein verdammter Held. Yes, baby. Warum ruckelt das denn? Als man in den 1960er Jahren die U-Bahn-Tunnel grub, stieß man auf Bergwerksstollen. Es wäre fast alles eingestürzt. Warte mal, wir gehen erstmal pennen. Du wunderst dich sicher, wo die ganzen Waffen hin sind, oder? Die Armee hat sie beschlagnahmt, nachdem ein Verrückter im März 2024 ein paar Leute umgebracht hat. Weiß Gott, wo sie jetzt sind. Keine Ahnung, aber ich werde bestimmt irgendwann eine Bombe finden. Wo ist mein Bett? Mein Gott, zwei Tage hat das Spiel nicht mehr gespielt und hast kein du Plan. Die Leute sagen, dass die Nightrunner zurück sind. Ich bin ein Nightrunner. Hey! Alle sieben kaufen wir? Wie viel Kohle habe ich denn? Was ist denn für eine Scheiße? Ey, hier Preise, das kann kein Mensch bezahlen, ey. No. Du suchst doch sicher was, Süßer. Oh, du kleines Schnuckelchen. Nicht heute. So, was gibt's bei dir? Jetzt haben wir ja Upgrades. Haben wir irgendwelche Upgrades? So, ich kann uns alles wieder nicht leisten. Okay, das können wir upgraden. Sag's deinen Freunden, falls sie nicht zu betrunken sind. Ich muss erstmal mein Bett finden. Vorne mein Bett. So, und jetzt gehen wir Paul helfen. Das ist eine Schwierigkeit, dann können wir. Nicht liegen lassen, links liegen lassen. Dann kann ich das nicht ausrüsten. Go, go, go. Hey Paul, I help you. Zack. Oh, Honig, hier ist Honig.
Wies. Harz. Wieso kann ich diesen Haken nicht ausrüsten? Das geht mir auf den Sack. F6. Aha. Go Aiden. So. Bisschen dunkel, ne? You can be rich too. Oh, Hauptsache das Bierchen in der Hand. Ah, okay. Neben. Was ist denn da? Muss mir eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Die See ist abgenutzt. Blinkt das Licht immer so? Warum ist denn das Wetter so schlecht eigentlich? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ja, anscheinend tue ich das auch. Da oben ist es. Ja. Was wir machen, ne? Opa. Wie komme ich denn hier hoch jetzt? Natürlich so nicht. So war das nicht gedacht. Aber kein Problem. Ach, das war da. Oh, jetzt wieder nicht geklappt. Oh, gut, aber. Hier drin ist das doch. Hallo. Fritz, bist du? Oh, tut mir leid. Ich dachte. Du bist Daisy, oder? Ist noch jemand hier? Paul hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich, Fitz und euer Team. Wo sind sie alle? Am Larrabee-Gebäude. Am Milton Court. Nicht weit von hier, in der Nähe der modernen Kunstskulptur. Fitz und Francis haben sich dort verabredet. Francis scheint zivilisierter als sein Bruder Avery. Aber wenn du mich fragst, versteckt er seinen Wahnsinn nur besser. Ich habe Fritz gewarnt, Francis nicht zu trauen, aber mein Sohn, manchmal ist er viel zu vertrauensselig. Wahrscheinlich ist er direkt in einen Hinterhalt gelaufen. Bitte, schau im Larrabee nach. Du kannst das Schild sehen. Okay. Woran erkenne ich Fitz? Er ist mittelgroß, dunkelbraune Haare, strahlend blaue Augen. Blue Jeans, schwarze Jacke mit einem Pin, dem Horusauge. Sein Glücksbringer. Für mystischen Schutz, sagt er. Horusauge, was ist das? Dieses altägyptische Auge, wie das hier. Vielleicht ein alberner Aberglaube, aber im Moment hoffe ich, dass es hilft. Francis' Lager ist in einer der Wohnanlagen an der Kreuzung St. Paul Boulevard und Eugene Garnier Thruway, da wo die E10 kollabiert ist. Schau auch danach. Bring meinen Jungen zurück und das Team. Hast du verstanden? Verstanden. Ich werde sie finden. Geh einfach zurück zu Paul in die Kantine.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg, ne? Töten oder nicht töten. Töten. Wieso habe ich denn keine Pfeile? Okay, dann gehen wir doch so. Warte mal. Ich komme sofort. Ich muss nur den Molotow fertig machen. Bitte lasst mich gehen. So. Hier. Was ist? Dachte schon, ich wäre tot. Danke. Ja, gern. So, jetzt muss ich aber das machen, wofür ich eigentlich hier bin. Was ist das denn? Oh. Wo muss ich denn hin? Hier rein ins Gebäude. Du suchen Sie den Treffpunkt. Verflucht. Auch wenn das anfangs ein freundliches Treffen war, am Ende war es das nicht mehr. Klempnerhammer 77. Ist egal. Ich klopp damit jetzt erstmal durch die Gegend. Warte mal. Warum habe ich eigentlich das noch nicht hier gepimpt, das Ding hier? Sehr modifiziert. Weil ich keine Bauteile habe.
Jetzt hau ich sie mal rein. Ganz still und heimlich. Junge! Feierabend. Ups. Was ist das? Eine Karte mit einer Notiz? Francis sagt dem Jungen, dass wir das Gebiet so aufteilen, wie ich es auf der Karte eingezeichnet habe. Sie bekommen genau eine Chance, dem zuzustimmen. Mars Avery. Francis. Mhm. Sieht aus wie ein Hinterhalt. Zeit, bei Francis vorbeizuschauen. Vielleicht hat er ein paar Antworten. Oh, Francis. Oh. Niemals so. Oh nein, in die andere Richtung. Was wollt ihr? Zack. Einsammeln. So, da kann ich hoch irgendwie, ne? Falsche Taste. Mein Gott, das hat diese komische Knalle ausgelöst. Hier. Ja, viel Spaß, meine Kinder. Was für Fertigkeitspunkte habe ich denn nicht verbraucht? Oh, guck mal her. Hier hätte ich doch hochkommen können. Da. Zum Hoch, zum Meer. Falscher Tisch. Der Move, der funktioniert einfach nicht. Oh, Messer. Ich brauche Messer. I need a knife, baby. So. Teile, 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 komm, ich brauch Teile. Wo kommt der denn jetzt her? Ich schätze, meine Nerven sind mit mir durchgegangen. Ja.
Anscheinend. Zack. Zwei neue Nachrichten. Was? Die 5 auf Maus, okay. Achso, das war jetzt wegen dem Messer. In der Wand. He's in the wall. Oh. Gut, na, jetzt hoch. Ich mal meinen Kopf untersuchen lassen. Etwas stimmt hier nicht. Ja, wenn ich weiß nicht was. Aha. Guck mal, warum fahre ich denn nicht gleich hier hoch? Harz. Hast du nicht mitgerechnet, wa? Dass ich so reagiere, mein Freund. Dietrich Mittel. Ich glaube, du hast recht. Du Hurensohn! Du bist nicht Avery! Freunde von dir? Was willst du? Daisy und Paul haben mich geschickt. Ich suche nach Fitz und seinem Team.
Sie sollten sich mit euch treffen und sind nicht zurückgekehrt. Okay. Sieht also übel aus. Aber ich lege meine Waffe nieder, okay? Das ist alles die Schuld meines wahnsinnigen Bruders Avery. Fangen wir dort an. Er würde alles tun. Mit jedem. Um zu bekommen, was er will. Auch mit mir. Seinem eigenen Bruder. Als also dieser Junge Fitz aufgetaucht ist, habe ich eine Chance gesehen, mich von Avery zu befreien. Ich habe Fitz genau beschrieben, was für ein Monster mein Bruder ist. Und er hat sich sofort bereit erklärt, mir zu helfen, Avery umzulegen. Also die Leichen am Larrabee. Averys Jungs. Mein Bruder ist jedem gegenüber wahnsinnig. Also haben wir ihm die Chance gegeben, sich uns gegen Avery anzuschließen. Die Toten, die du gesehen hast, diejenigen, die abgelehnt haben. Der Rest von uns ist drüber zum Metropol Tower. Da drüben, dort hat sich Avery verkrochen. Fitz hat die Spitze übernommen. Ich habe ein paar Männer zur Rückendeckung hier behalten. Aha. Und wo sind Fitz und sein Team jetzt? Sie sind von Averys Truppe gefangen genommen worden. Sie haben Fitz lebend gefangen. Ich wollte ihn nicht im Stich lassen. Nicht nach dem, was er gemacht hat. Aber jetzt, da meine Männer tot sind, weiß ich nicht, was ich noch tun kann. Bist du sicher, dass Fitz noch lebt? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, schon. Und mein Bruder mag seine Opfer bei Bewusstsein, wenn er sie foltert. Ich gehe jetzt rüber zum Wolkenkratzer. Wenn Fitz tot ist, bist du es auch bald. Warum soll ich schuld sein? Er wollte es doch. Seine arme, verletzte Mutter. Warum ist denn das jetzt so neblig hier? Jetzt müsste ich eine neue Gang rekrutieren. Stein, Pavel, gute Arbeit. Ihr habt euch nicht umbringen lassen wie diese anderen Schwachköpfe. Nix. Blöde, Mann. Genau wie als erstes rein. Ja. Der Typ ist crazy. Oh, komm her. Da wird nichts mehr getötet. Keine Ausdauer. Du Feiger, Wichser, du. Und beiden die ganze Zeit auf mich am Ballern, ey. Das ist. Boah, das sind ohne Ende Sachen. Hier drin. Komm ich rein.
Ausgemachter Hammer. Aber tauschen, ne? Dann bin ich sowieso im Arsch. Ja, komm, ein bisschen basic schwingen. So. Und jetzt gehen wir mal nach oben, ne? Boah, das ist neblig, man erkennt hier gar nichts, ey. Was ist denn hier eigentlich? Warum habe ich denn diese Kacke hier eigentlich noch nicht? Oh. Drei heiße Schnecken, vier Schnecken. Ups, ups. Was ist hier drin? Wie komme ich denn hier nach oben? Es gibt keine. Du, was ist denn? Zack. 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 Richten Sie eine Sicherheitszone ein? Ja, aber wie denn? So. Ja, klar. Mach fertig. Kurbel. Man sieht nichts, weil es so neblig ist. Tada! Ich bin nachsehen gegangen, woher der ganze Lärm kommt. Und stoß auf einen seltsamen Kerl, der in meiner Wohnung herumläuft. Also gab ich ihm meine Hand. Da hat er mich runtergezogen und wir sind zwei Stockwerke tief gefallen. Hey, Heldstoffbehälter erkannt. Der Ort fühlt sich schon sicherer an. Du musst hier nach oben kommen irgendwie. Da geht's hoch. Das ist noch eine Leiter. Ha ha ha!
Brennstoffbehälter in der Nähe. Harter Junge, was, Chef? Als ich diese blauen Äuglein gesehen habe, dachte ich gleich, Flinter wie ein Baby. Naja, er hat mir nichts erzählt, was ich nicht schon wusste. Francis hat ihn geschickt. Nimm's mir nicht übel, Chef, aber dein Bruder hat sie nicht alle. Was du nicht sagst, Sherlock. Er hat Jahre darauf gewartet, diese Nummer abzuziehen. Wir schnappen ihn und die Reste seiner Gruppe schon früh genug. Es ist niemand übrig. Wir haben sie alle getötet. Na, Avery, genau nach dir habe ich gesucht. Na, noch einer von Francis' Todesengeln. Schon lange hier? Lange genug, um zu wissen, dass du einen Jungen zu Tode gefoltert hast. Weißt du, er hat mich angegriffen. Hab den Jungen noch nie vorher gesehen. Und die Folter? Nun, das ist nur so ein Hobby von mir. Sein Fehler, mich zu provozieren. Was für eine Scheiße. Zumindest über dich hat Francis nicht gelogen. Du bist in ihr Territorium einmarschiert und Fitz wollte nur reden. Was ist passiert? Wahrscheinlich Francis. Dann um die Wahrheit zu sagen, ich war bereit zu reden. Ich habe einen Mann mit einer Karte geschickt, um eine vernünftige Teilung des Gebiets vorzuschlagen. Und das Nächste, an das ich mich erinnere, ist dieses verrückte Kind vor meiner Tür. Mein Bruder hat ihm was ins Ohr gesetzt. Sowas macht er andauernd. Ja, ich bin also Francis Plan B, um dich zu töten. Und wie bei Fitz fällt nichts auf ihn zurück, wenn du mich zuerst tötest. Ja, aber eins hat er vergessen. Was ist, wenn wir miteinander reden? Vielleicht sollten wir ins Geschäft kommen. Geh zurück und töte ihn. Und ich verzichte darauf, meine kleine Vorliebe nächsten Sandier auszuleben. Und ich lasse Daisy und Paul wissen, dass das hier jetzt mein Revier ist. Und zwar alles. Aber das ist nicht mehr dein Revier, Avery. Warst du zu beschäftigt, um das zu merken? Dein Lager ist weg. Du und deine Wachen sind die letzten Überlebenden. Carlo, Status? Carlo, bitte komm! Ich mag dich, Junge. Du hast echt Eier. Und die schneide ich dir ab und servier sie dir zum Frühstück. Das ist dein Ende. Du Dreckspilger! Diese Leiche sollte ich mir anschauen. Der ist geflogen, aber ey. Horusauge? Verflucht. Das muss Fitz sein. Sieht nach einem qualvollen Tod aus. Zeit, dass Francis dafür blutet. Das war Fitz. Was haben wir denn hier noch alles so schönes, schickes? Guck mal hier, was tunen. Ah, ne? Klar, was rein damit. Wieso kann ich das denn nicht? Dann drauf drücken. Tausch. So, jetzt gehen wir rüber und vermüllen wir den anderen Idioten, ne? Aber erstmal. Meter, das ist bestimmt da drin. Ja, woher soll ich den Code denn wissen? Da steht bestimmt irgendwo an der Wand hier. Code, 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 Code.
Naja, anscheinend nicht irgendwie. Oder ist da oben? Ich weiß den Code nicht. Keine Ahnung. Boah, was denn? Ich sehe nix, ey. Ich bin da jetzt hochgekommen gerade. Hier. Ne? Ich hab keine Ahnung, ey. Ist sie schon offen? Schlechter, schlecht hin. Genau hier, so war das. Zack, nach oben. Und jetzt bist du in der Nächste. Hast du es geschafft? Ich meine, ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Puh. Fitz, geht es ihm gut? Alle sind tot, genau wie du es wolltest. Fitz und Avery eingeschlossen. Zeit, dass du dazukommst. Warte kurz. Wenn Avery fort ist, dann bin ich jetzt der Chef. Du hast mir einen Riesengefallen damit getan, seine Männer zu töten. Keiner kann mich aufhalten, die Macht zu übernehmen. Und bestimmt nicht Daisy oder Paul. Und todsicher nicht du. Doch, ich. Ist ein bisschen zu ruhig hier. Nimm das, du Bastard! Nimm das! Oh, warum hatten wir so viel Power? Los geht's! Nimm das! Hier haben wir das Sagen! Ende. Oh, fuck. Kein Entkommen! Du bist tot! Wege falle ich dir jetzt, du Bastard! Hier haben wir das Sagen! Ende! Hier haben wir das Sagen! Ende! Steckst dir in den Arsch! Ja! Du gehörst hier! Du entkommst nicht, Arschloch! Ich hab was... Gibt's doch nicht, ey. Hab ich denn? Hab ich nix? Doch, da. Doch. Das bin ich, du Penner. Hier haben wir das Sagen. Ende. Hier haben wir das Sagen. Ende. Schluss.
Lock das! Willst du mich verarschen? Francis und Avery sind tot, genauso wie Fitz. Ich gehe besser zurück zu Frank. Paul werden die Neuigkeiten nicht gefallen. Und die arme Daisy. Scheiße. Ach, guck mal, wie entspannt der redet immer. Die haben uns gerade richtig vermöbelt. Und da ist doch nichts passiert. Zack, nach oben. Treibstoffbehälter in der Nähe. Ja, ich muss das mal. Er bedroht mich mit einer Machete. Er hat mich so wütend gemacht. Das war schlecht. Ja, kacke. Diesmal. Hat Daisy es zurückgeschafft? Ich sehe sie nicht. Sie ist zurück. Sie ruht sich aus. Wo ist Fitz? Er ist tot. Francis hat ihn gelinkt. Er und dein Team wurden dazu verleitet, Avery anzugreifen. Warte, was? Fitz? Das ergibt keinen Sinn. So ist er nicht. Ja, aber Francis nutzte Fitz' Liebe zu seiner Mutter und die Tatsache, dass sie verletzt wurde, aus, um ihn aufzuhetzen. Dann hat Avery ihn gefangen und zu Tode gefoltert. Armer, dummer Junge. Hat sich umbringen lassen, nur weil er seine Mutter geliebt hat. Verfluchte Scheiße. In Ordnung. Okay, was ist mit dem Rest des Teams? Martha? Snorri? Mehmet? Sind sie auch tot? Ich habe sie selbst nicht gesehen, aber ich wüsste auch nicht, wie sie hätten überleben können. Nun, sag mir zumindest, dass Francis und Avery tot sind. Du hast sie erwischt, oder? Ich habe mich um beide gekümmert. Sie sind keine Gefahr mehr für euch. Alle diese Menschen tot. Und wir wollten nie kämpfen. Ach, was für ein verfluchtes Chaos. Was zur Hölle mache ich jetzt? Tröste Daisy, betrauere deine Freunde und dann... Mach weiter mit deinem Leben. Ja. Hier ist die versprochene Belohnung. Für irgendjemand musste ja was Positives dabei rausspringen. Warum also nicht für dich? Ich muss jetzt mit Daisy wegen Fitz sprechen. Nicht unbedingt ein Gespräch, das ich gern führe. Aber sie muss es erfahren. Schnell. Zumindest sind die Mörder ihres Sohnes tot. Sowas nennt man wohl einen schwachen Trost. Naja. Das muss jetzt eben reichen. Scheiße. Danke, Aiden. Hab ich gern gemacht. Paul. Ich sage ständig halt, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Hey, verschwinde! So ein Scheiß. Die Leute beschweren sich immer. Wir reden und das ist alles für den Fall. Wir haben.
Mein Neffe bettelt förmlich darum, Geschichten erzählt zu bekommen. Und die Peacekeeper entwischte die Leute zum Verrat in die Dunkelheit.